Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII. Meine Lieben, in der letzten Folge habe ich diese tolle Funktion durch einen blöden Zufall, ja, in Erfahrung gebracht. Denn ich wollte eigentlich hier ein bisschen durch die Weltkarte sprinten und habe dann aber aus welchen Gründen auch immer die Viereck-Taste gedrückt. Und ja, und seht mal, hier unsere Schatztruhen, hier haben wir Schloss Cornelia. 6 von 6 Schatztruhen. Hier gibt es keine. Ja, hier sind wir am Schluss in der letzten Folge drin gewesen und hier müssen wir scheinbar noch ein bisschen abwarten. Keine Ahnung, aber wir werden dafür wohl noch irgendwie was gebrauchen, um hier weitermachen zu können. Matoyas Höhle haben wir abgeschlossen. Die Elfenstadt ist alles fertig. So, Sumpfgrotte. 18 von 18 Kisten. Wir haben hier noch die Zwergenhöhle offen und da würde ich heute in der heutigen, ja, da würde ich heute gerne mit euch in der heutigen Folge hingehen, in die Zwergenhöhle. So, Moment, irgendwie funktioniert das alles gerade gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich sollte vielleicht nochmal kurz die große Karte öffnen, damit ich einfach das besser erkennen kann, wo ich hingehen sollte. Ich weiß gar nicht, müssen wir da mit dem Schiff rüber oder komme ich da zu Fuß hin? Ah, nein, wir kommen da nicht zu Fuß hin. Ich muss runter zum Schiff und muss dann da oben nochmal andocken. Das ist kein Thema. Das bekommen wir hin. So, Cornelia, hallo. Schaffen wir das noch ohne einen Zufallskampf? Ja, wenn ich mich nicht so ganz blöd anstelle. Ah, hallo. Ihr seid doch alle so schwach. Besonders die Grünen, ne? Also da reicht definitiv ein Schlag und dann sind die weg. Und es ist dann auch egal, wer diesen Schlag austeilt. Warum dürfen die so oft angreifen? Das ist mir manchmal so ein Rätsel. Also da blicke ich noch nicht so ganz durch, wie das hier funktioniert. Selbst wenn die Gegner im Gemachtzustand sind und wir im Hasszustand, ich habe da trotzdem immer so ein komisches Gefühl, dass das irgendwie so, ja, alles so Zufallsprinzip ist, wie das hier vonstatten ist. 3 Piraten greifen uns an. Ja, greifen uns öfter an. Die lernen es einfach nicht, ne? Dass sie jetzt einfach keine Chance gegen uns haben. Ah, ich sollte hier auch ein bisschen auf meine Heilung aufpassen. Und als wir jetzt schon in Cornelia gewesen sind, hätte ich doch übernachten können. Warum habe ich das nicht getan? Oh, wie blöd. Das hätte ich vielleicht tun sollen. So, da wären wir ja schon fast. So, das ist hier unten, ne? Genau hier an diesem Weiher, ne? Das ist ja so meine Eselsbrücke gewesen, dieser Weiher oder Teich, ne? Hatte ich doch so genannt vor ein paar Folgen. Genau, und so kommen wir dann zu der Zwergenhöhle. Die werden sich freuen, dass wir Schwarzpulver für die haben. So, kommt schon. Komm, das ist ein Iselgrim. Die kriegen wir doch locker platt. Zack, 205, richtig nice. Ja, ihr könnt das auch. Seid halt Magier. Ihr seid dafür in anderen Sachen toll, okay? Jawohl. Okay, so genau. Das hier ist mein Weiher. Das ist das, was ich eben meinte. So, und hier ist die Zwergenhöhle. Ja, natürlich wollt ihr noch kurz mit uns kämpfen. Ne? Ihr wollt noch ein bisschen Zeit mit uns verbringen. So, Magie, was könnten wir hier einsetzen? Angst, ja, das ist, ich habe keine Ahnung, Angst bringt nicht wirklich was. Ja, ich könnte hier Gemach einsetzen. Wollen wir das einfach mal einsetzen? Dann würde ich einfach mal dann demnächst Hast einsetzen. Oh, ich habe sogar alle damit getroffen. 47, ja, komm, greift an. Stopp, nein, was habe ich, ah, jetzt habe ich Angriff ausgewählt, ne? Ich wollte eigentlich Hast einsetzen. Gut, heben wir auf. Vielleicht haben wir die Möglichkeiten, können in der Zwergenhöhle übernachten. Die Lebenspunkte von Anthony gefallen mir überhaupt nicht. So im roten Bereich, das muss nicht sein. Aber der Christopher, der steckt das echt alles gut weg. 19. Ja, der hat immer jedes Mal, also nicht immer, aber oft, immer nur einen Schadenspunkt. Nicht immer, aber oft. Jawohl. 5 Treffer, 208. So muss das sein. Ja, jetzt muss ich vorher erstmal ins Menü und müsste hier noch ein paar Potions benutzen. Ja, das sollte reichen. Okay, dann nochmal hier rein in die gute Stube, in die Zwergenhöhle. So. Stimmt es, dass sogar Erblindete mit dem Kristallauge ihr Augenlicht wieder erlangen?
Muss wohl stimmen. Schließlich soll der Dunkelelf Astos, der Hexe, Matoya ihr Kristallauge gestohlen haben. Ja, das dem ist so gewesen, aber sie hat's wieder. Ist nochmal alles im grünen Bereich, ne? Sie sagte uns ja auch, dass wir nicht so schön sind. Stehen wir drüber. Ich bin auf der Suche nach dem Levitanith. Ah, stimmt, genau. Es heißt, der Stein könne fliegen. Okay. Hi. Cheerio. Oh, wie hießen die? Ich weiß es nicht mehr. Aber die in Final Fantasy 9 haben das auch gesagt zur Begrüßung. Hi. Du bist mir schon voll sympathisch. Ja, wegen Nostalgiegründen von Final Fantasy 9 natürlich. So, Moment. Woher das Krachen kommt? Das ist Opa Narek, der hinter dem Dorf Gestein zertrümmert. Ah ja, stimmt, genau. Den hatte ich mir auch aufgeschrieben, nur hatte ich mir das so aufgeschrieben, dass ich das nicht lesen kann. Ja, und ich habe eigentlich wirklich eine sehr schöne Handschrift, aber ich habe mich da beeilt. Armreife und Ringe eignen sich genauso gut zur Abwehr wie normale Rüstungen. Genau, das hast du damals auch gesagt, als wir hier zum ersten Mal gewesen sind. So, was ich hier toll finde, ist, dass es hier keine Zufallskämpfe gibt. Ich darf mich hier ganz in Ruhe umschauen. Das finde ich so nett. Ich sollte mal die Karte öffnen. Okay. Hi. Ah, das ist ja der Narek. Oh, nein. Schwarzpulver. Ja. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht. Mit seiner Sprengkraft kann ich endlich den Meeres... Was? Den Meereskanal bauen. Ihr habt was gut bei mir. Okay, dann... Wo geht er jetzt hin? Nein, wir folgen ihm jetzt nicht, oder? So, die Ladung ist angebracht. Und jetzt heißt es Abschied nehmen von dieser lästigen Granitwand. Was steht ihr da noch rum? Wollt ihr von der Explosion zerfetzt werden? Alle Mann in Deckung! Oh ja. Ey, wie mega. Ich finde das ja so toll. Und wir sind wirklich weit gelaufen. Hey! Ach so. Das hört sich so an wie bei Final Fantasy 7. Wenn der Reaktor in die Luft geht. Okay. Wir können da jetzt mit unserem Schiff durch. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Okay, jetzt kann ich endlich meine Weltreise fortsetzen. Ja, und wir auch. Denn wir können jetzt nach Westen, nicht? Oder? Ich denke schon. Moment, stopp, ich laufe jetzt trotzdem mal hier hin. Okay, hier passiert jetzt gar nichts. In Ordnung, kein Thema. Jawohl, oh mein Gott. Hier sind ja nur Schätze. Zelt erhalten. Oh mein Gott, das ist ja so toll. Kübelhelm. Kübelhelm, das hört sich echt komisch an. Ausrüsten. Kübelhelm. Du möchtest keinen Kübelhelm? Ah, ich sollte aber dann auch schon zum Helm hingehen. Doch, du möchtest wohl einen Kübelhelm. Aber wer möchte denn noch einen Kübelhelm? Wahrscheinlich niemand, ne? Die wollen Hüte. Okay. Christopher, du bekommst einen Kübelhelm. Bitteschön. Ein Drachentöter. Das ist ein Speer, oder? Aber hier, Drachentöter 29. Wie sieht's bei dir aus? 26. Die wollen das nicht, ne? Okay, wem gebe ich das jetzt am besten? Drachentöter. Ist eigentlich egal, wem ich es gebe. 29. Komm, dann bist du halt noch ein bisschen stärker. So. Okay. Richtig nice. Äther erhalten. Potion erhalten. Mithril-Panzer. Ja, das hier ist jetzt schon wieder toll. Ich habe keine Ahnung, was ein Mithril-Panzer ist. Ach so, natürlich. So eine Art Panzer. Ja, den auch du nur wahrscheinlich tragen kannst, ne? Oh, die Abwehr sinkt. Du möchtest keinen Mithril-Panzer. Okay, nee, dann rüsten wir den auch nicht aus. 575 Skill erhalten. Und noch eine Hütte erhalten.
So, jetzt muss ich hier aber nochmal drauf. Schatztruhen 10 von 10. So, dann haben wir auch schon alle Schatztruhen geöffnet hier. Das ist ja super. Wir haben das Schwarzpulver abgegeben. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der Narek hin? Hier ist der Schmied. Dann gucke ich mal, ob der jetzt mit mir was Tolles macht. Ich werde verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall Adamantite nicht ein ebenso legendäres Schwert schmieden kann. Okay. Was für ein... Also wenn ich ihm das gebe und dann stellt er mir ein tolles Schwert her, oder was? Oder verkauft es mir höchstwahrscheinlich. Okay. Wo ist jetzt der Narek hin? Opa Narek ist der Größte. Es gibt keinen Zwerg, der ihn nicht kennt. Ja, der wiederholt sich auch wieder. Habt ihr schon den Meereskanal gesehen? Opa Nereks Verdienste erfüllen das gesamte Zwergenvolk mit Stolz. Ich bin auf der Suche, ja. Ihr sucht irgendwie alle was. So, Cherio. Nee, jetzt sagt er was anderes. Niemand weiß, ob es stimmt. Doch vor langer Zeit soll man Schwarzpulver in den Schatzkammern des Schlosses versteckt haben. Das ist richtig. Da habe ich es auch her. Ne, da habe ich es auch her. So, und wer war hier nochmal? Ich rede jetzt mal nochmal mit dir. Okay, genau. Matoya, alles klar. Dann hat sich das ja erledigt. So, und ich komme aber mit meinem Chef hier durch. So, und ich glaube, das ist auch das, was das Spiel von mir möchte. So, 128 Kill haben wir in diesem Kampf bekommen. So, aber wie weit komme ich denn hier hin? Nicht weit, sehe ich gerade. Ich kann hier gerade eine Runde drehen, ne? Oh, die Oger. Hallo, Oger, Oger. Cherio. So, 139. So, 246. Richtig gut. Ja, mit unseren neuen Waffen hier fühle ich mich ja echt schon wieder so unfassbar stark. Bis ich wieder eine Zustandsveränderung bekomme, die ich nicht mehr loswerde und total ausflippe. Und hier haben wir die Kobra. Das ist Gegner Nummer 13. So, dann haben wir jetzt schon insgesamt 4 Stück von denen bekämpft. Das ist nämlich das zweite Mal, dass wir die angetroffen haben. Ne? Das letzte Mal habe ich sie in der letzten Folge angetroffen. Auch unfassbar viel Glück gehabt. So, dann kommen wir jetzt nach Westen, nicht wahr? Dann kommen wir doch bestimmt nach Melmond. Ist hier jemand abgehauen? Echt? Meine Güte, was seid ihr für Schisser? Oh mein Gott. Das müssen wir alles noch ein bisschen üben. 202. 25. Ich freue mich schon, sobald wir in die neue Stadt kommen. Moment mal, ich müsste noch in dieser einen Stadt. Nee, ich glaube, ich habe mir da alle Dunkel-Schwarz-Magie gekauft, oder? Ich muss mal kurz das Menü, ich muss mir das mal kurz überprüfen. Nee. Hat nämlich ein Zauber 2500 gekostet, ne? Und ich hatte das Geld dafür nicht. Da sollte ich vielleicht nochmal hin und mir da was holen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Es wird höchstwahrscheinlich in Pravoka gewesen sein, oder? Zwergenhöhle. Oder im in der Elfenstadt. Es war in der Elfenstadt. Es war in der Elfenstadt. Und da muss ich hin. Okay, da gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Ich muss mir das kaufen. Ich muss mir die Zauber noch holen. Ja, 639 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Moment mal, wo kann ich hier denn andocken? Natürlich, jetzt kommen hier die ganz Schwachen. Wie viele Lebenspunkte haben die? 5 oder 10, ne? Die hatten nicht viel. So, immerhin. Das ging doch ziemlich flott. Warum ging das flott? Hatte ich gerade hier den schnellen Modus laufen? Wenn dem so wäre, dann muss ich das gleich überprüfen. Dann das ist nicht das, was ich wollte. Nee, war es nicht. Das ist ja mit automatischem Angreifen, ne? Das passiert, wenn ich die Viereck-Taste drücke, ne? Genau, das sehen wir da oben. Das wird beschleunigt. Ja, ich mach's schon wieder weg. Ja, das möchte ich nicht. Wir wollen doch schon so spielen, wie man eigentlich spielen sollte.
so beim Grinden oder so, dann würde ich das vielleicht anstellen. Ja, das konnte man ja auch bei Final Fantasy 7 machen. Ich glaube, bei 8 konnte man das auch, ne? So bei der Remastered-Version. Und dann habe ich das dann auch gemacht, für um Sachen offscreen zu farmen, ne? Hatte ich aber auch damals in meinem Let's Play erwähnt, dass ich das mache. So, genau. Hier muss ich noch ein bisschen Geld ausgeben. Was ja echt gar kein Thema ist. Das machen wir gerne. Ich weiß halt nur nicht mehr, welcher Laden das war. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und gucke, ob er noch was hier haben möchte. Genau, hier haben wir alles. Oh mein Gott, wir haben 21.835 Gil. Wow, das ist echt nice. So, Waffen brauchen wir hier keine. Eismagie habe ich alles gekauft. Da bin ich eigentlich fest davon überzeugt, aber ich werde Sicherheit haben, werde ich das gleich nochmal überprüfen. So, genau, Hast haben wir gelernt. Irrsinn bewirkt bei allen Gegnern Konfus. Nehmen wir. Und Eisra erteilt allen Gegner Eisschaden. Auch das nehmen wir. Okay, super. So, ins Menü. Magie, Sarah. Stufe 4, alles klar. Ne, wir haben alles. Sehr schön. Schön, dass ich noch dran gedacht habe. Hätte ich mir vielleicht auch aufschreiben sollen. Das wollte ich dann bestimmt auch machen und hab's nur vergessen. Hab nur gesagt, ja, ich muss mir das aufschreiben und ich werde es mir aufschreiben. Und hab's vergessen und hab's dann nicht gemacht, ne? Aber immerhin, ich habe dran gedacht. Ich dachte gerade, wo zur Hölle ist mein Schiff? Aber das ist ja hier oben. Ja! 337 Erfahrungspunkte, ist das nicht toll? So, hier ist mein Schiff. So, und dann wollen wir jetzt mal hier unseren neuen Weg nehmen. Ich wollte erst sagen, unsere neue Abkürzung, aber das ist ja keine Abkürzung, weil das ist einfach nur ein neuer Weg. Und dieser neue Weg ist unsere Abkürzung in Anführungszeichen, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja auch sonst gar keinen anderen Weg gehabt, um in den Westen zu kommen. Potion. Was mich hier aber jetzt noch interessieren würde, ist, ob wir hier noch einen Cid antreffen. Ne, das ist ja so, ne, Cid in Final Fantasy. Da bin ich mal gespannt. Denn den Cid, den gab es ja in 7. Den gab es in 8. Den gab es in 9. Den gab es in 10. Gab es in 13 einen Cid? Ich glaube, in 13 gab es keinen Cid, oder? Wenn ich... ich glaube, in 13.2 gab es keinen Cid. Das weiß ich. In 13 bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich habe 13 halt nur einmal gespielt. Einmal in halb. Ich komme hier durch. Sehr schön. So, ich muss die Karte aufrufen. So, dann müssen wir mal gucken. Nein. Och ja, übertreib doch. Aber das ist doch bestimmt kein Problem, oder? Doch, das ist ein Problem. Ich lüge einfach gerade. Ah doch, ich kann doch hier jetzt Eisra einsetzen. Hier einfach auf alle neuen Eisra. Mega. Damit, das lohnt sich dann, ja, wenn da neuen Gegner sind und dann einfach mal Eis auf alle. Komm, Raphael, setz dein Eisra ein. So. Mega. Und alle weg. Richtig geil. Richtig geil, mega. Okay. So, dann wollen wir hier jetzt erstmal... Alles okay, hier haben wir eine Stadt. Da werden wir jetzt mal hingehen. Die Piraten sind auch da. Jetzt sind wir im Westen, ne? Also ich gehe mal stark davon aus, das könnte Melmond sein. Und dann können wir da auch noch ein bisschen was Neues einkaufen. Oh, das ist ja so aufregend. Einen Säbel haben wir erhalten. Die haben einen Säbel gedroppt. Ich glaub's ja nicht. Die haben einen Säbel gedroppt. Wir haben aber Säbel, ne? Säbel haben wir. Ja, da haben wir schon 3 Stück von. So, dann bin ich mal gespannt, welche Stadt oder welches Dorf das hier ist. Stadt Melmond. Ach du meine Güte, das sieht ja schlimm aus. Okay, aber wir können hier noch was einkaufen und so. Oh mein Gott. Sind das hier überall Grabsteine? Ein Grabstein. Immerhin steht hier nicht hier Ruth Link. Ja, keine Ahnung, nicht, dass hier noch irgendwo auftaucht, hier ruht noch, keine Ahnung, Super Mario oder so. Okay. Wäre das jetzt schlimm, wenn ich erstmal die Läden abklapper? Nee, komm, wir reden erstmal hier mit den Leuten. Gesegnet seien die Kristalle.
Von einem Vampir wurden wir heimgesucht. Unsere Kirche wurde zerstört und unsere Stadt gleicht einer Ruine. Kann denn niemand dem Faulen der Erde ein Ende setzen? Doch wir können das. Es tut mir so leid. Oh, guck mal, ein Zwerg aus Zwergenhausen. Nee, warte, wie heißt es? Aus der Zwergenhöhle. Gesegnet seien die Kristalle. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ich bin Bauer. Was dagegen? Um Gottes Willen, nein. Mach du nur. Sei Bauer, sei was du willst. Aber sei nett zu deinen Mitmenschen. Das ist alles, was zählt. Du kannst alles sein, was du willst. Das interessiert mich gar nicht. Wenn du meinst, du müsstest, keine Ahnung, eine Kuh sein, dann sei eine Kuh. Aber solange du mir damit jetzt nichts tust und anderen auch nicht, dann ist mir das egal. Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder, wird auch Erde wieder zu Leben erwachen und diese Welt mit Bäumen und blühenden Feldern überdecken? Vielleicht. Ich kann es dir nicht sagen. Schaut doch mal in dem Geschäft meines Vaters vorbei. Das werde ich tun. Ich glaube, wenn ich hier rauslaufe... Moment, jetzt müsste ich mal gerade die Karte aufrufen. Also Schatztruhen gibt es hier keine. Ne? Das haben wir jetzt hier schnell erkennen dürfen. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. In einer Höhle nicht weit südlich von hier lebt ein alter Herr mit dem Namen Sada. Alles klar, muss ich mir kurz aufschreiben. Sada notiert. In der Tat, ein sehr weiser Mann. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Ach, ich komme da gar nicht rein. Okay, das ist natürlich ganz toll. Früher konnten die Menschen angeblich mit Hilfe einer besonderen Kraft Schiffe in die Lüfte aufsteigen lassen. Oh, das kann man auch bestimmt. Also ich wette, wir bekommen später irgendwann ein Flugschiff, oder? Im Norden soll es vor langer Zeit eine hohe, entwickelte Zivilisation gegeben haben. Heute ist davon aber nichts mehr zu sehen. Das ist echt traurig. Wo sind denn die Monster? Der Mann ist doch geflohen. Der ist doch nach Bravoga geflohen, weil es hier doch so heftig abgeht. Aber hier sind keine Monster. Wer bist du denn? Mit dir muss ich ja mal sprechen. Une. Wer ist denn Une? Ich bin Wissenschaftler und arbeite hauptberuflich als Genie. Ihr habt sicher bereits von meinem Namen gehört. Nein, haben wir nicht. Nicht? Sowas von ignorant. Ja, alles klar. Also ich denke, zu dem müssen wir wahrscheinlich später nochmal irgendwann. Ansonsten würde sein Name ja da nicht stehen, oder? Vielleicht brauchen wir wirklich seine Hilfe, weil er ja so ein Genie ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Der Riese, der in der Höhle westlich von hier lebt, frisst gerne Steine, habe ich mir sagen lassen. Eine besondere Vorliebe von ihm sind wohl Edelsteine. Aha. Ist dem so? Und dem müssen wir wahrscheinlich den Gar ausmachen, oder? Die Erde ist am Verfaulen. Das sind die Untaten dieses bösen Vampirs, der in der Terra-Höhle haust. Nur weil er den natürlichen Energiefluss der Erde stört, ist aus dieser einst blühenden Stadt ein so trostloser Ort geworden. Ich bitte euch, vernichtet ihn. Okay, kein Thema. Südlich dieser Stadt, auf der Halbinsel, die hier in der Gegend besser als die Zunge des Teufels bekannt ist, findet ihr die Terra-Höhle. Früher gediehen unsere Feldfrüchte dort am besten, doch mittlerweile ist dieser Ort völlig verkommen. Es tut mir echt leid. Ich habe aber jetzt so weit mit eingesprochen, ne? So, ja, hier bekomme ich jetzt wohl auf der Karte nicht die NPCs angezeigt. Ich werde trotzdem hier mal gerade noch überall rüberlaufen. Gerade noch alles abklappern. So, Moment mal. Ich möchte hier auch mal nochmal an jeden einzelnen Grabstein. Nicht, dass ich da vielleicht noch irgendwas aufsammeln kann oder so. So, nee, mit dir hatte ich ja gesprochen. Mit dir auch. So, und hier unten habe ich auch mit einem gesprochen. Ja, okay, alles klar. Gut, dann fange ich erstmal hier unten an. Sieht nach Schwarzmagie aus, die ich mir hier leisten kann oder kaufen kann. Oh, 4000, also es wird immer teurer. Feuger auf jeden Fall mitkommen, Feuger. Toxikum, vernichtet alle Gegner mit Giftnebel. Okay. Teleportiert die Gruppe zurück zur Vergangenheit. Oh, Beamen nehmen wir. Ah? Warum nicht? Hä? Warum kann ich Beamen nicht nutzen?
Ah, er kann das nicht. Das kann wahrscheinlich, das ist nicht lernbar für ihn. Wie blöd ist das denn? Okay, Toxikum nehmen wir. Paul, senkt die Angriffsanzahl eines Gegners. Okay, auch sehr interessant. Oh mein Gott, ich bin ja schon wieder arm. Bin ja schon wieder pleite hier. Gut. Weißmagie, ich schau einfach mal kurz rein. Mal gucken, was die so hat. Was wollt ihr lernen? Engel. Oh mein Gott, ich hab... Och, Heilrar. Halt die Lebenspunkte der ganzen Gruppe. Führt einen Flächenangriff gegen Untote aus. Das ist unnötig. Halt die Lebenspunkte eines Gefährten. Engel. Ich möchte Engel lernen. Ich habe kein Geld mehr und das ist mir egal. Wir haben Engel. Wir haben Engel. Okay. Hier könnte ich übernachten. Hier gibt's Waffen. Ich bete und hoffe, dass es hier keine Waffen gibt, die ich brauche. Ich hoffe, dass die Waffen, die er mir geben möchte, dass ich die alle besitze, hereinspaziert. Oh, verflixt. Die fehlt mir, der Priesterstab. Möchte ich mir kaufen? Ich möchte ja jede Waffe mindestens einmal besitzen. Das Langschwert. Okay. Attacke 20. Okay, Moment. Dann gucken, das überprüfen wir jetzt aber mal. Okay, nehmen wir. Ausgerüstet, überredet. So, Moment mal, Drachentöter. Ah, ist trotzdem noch die bessere Waffe für dich. Okay. Somit haben wir hier aber alles. So, dann würde ich gerne noch in diesen Schild laden. Ah, der ist da oben. Hier gibt es gar keine Objekte laden, sehe ich gerade. Oh, das ist ja interessant. Das ist egal, wir haben Engel. Wir haben einen Engelzauber, das ist viel, viel cooler. Okay, dann wollen wir mal hier nachschauen. Okay, Ritterrüstung. Abwehr plus 34. 36.000. Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, den Rest haben wir alles. Die Ritterrüstung. Okay. Oh, schade, dass ich diesen Beamzauber nicht haben kann. Das ist echt schade. Ich muss mir das hier aufschreiben, damit ich das nicht vergesse zu kaufen. Wir sind hier in Melmond. Okay. Und Weißmagie noch. Weißmagie muss ich noch kaufen. Weißmagie. Okay, alles klar. Nicht, dass mir das nochmal passiert. So wie das jetzt eben der Fall gewesen ist, als wir nochmal zurück in die Elfenstadt mussten. Okay. Dann. Übelhelm brauchen wir auch alles nicht. Okay. Gut. So, eine halbe Stunde haben wir noch. Dann würde ich sagen, übernachten wir erstmal. So. Ich bin mal gespannt, was das jetzt hier kostet. Wahrscheinlich 150, weil beim letzten Mal hat es 100 gekostet. Ah ne, es kostet 100. Okay. Ach, zum Glück haben wir noch so viel Geld. Weil ich bin ja wieder so... Ja, so... Big Spender-mäßig unterwegs gewesen, wie immer. 495... Skill habe ich. Was? Ich spiele erst 7 Stunden? Kann das denn sein? Ich bin doch hier... Das hier ist doch schon Folge Nummer 8. Kann ich denn bei 7 Stunden sein? Achso, ja... Nee. Achso, doch, wegen dieser einen Folge, als ich Game Over gewesen bin. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht damit was zu tun hat. So, okay. Dann werden wir jetzt erstmal hier entlang laufen. Und wir kämpfen jetzt hier erstmal gegen Oger. So, 2 Treffer. Und auch hier 2 Treffer. Zack. 103. Das ist jetzt aber nicht so viel gewesen. 103. Aber ich meine, der hat ja auch nicht viel ausgeteilt dem Christopher gegenüber, ne? Das war jetzt, ich habe schon wieder drauf geachtet, es war nur ein Schadenspunkt. So, kommen wir hier überhaupt weiter? Oh mein Gott. Zwergtiger. Okay. Hallo? Wir haben neue Gegner. 143. Okay. Gut.
Hab ich da nicht aufgepasst. 28. Okay, ist auf jeden Fall raus. Hätte mich interessiert, wie viele Lebenspunkte die haben. Christopher und Sarah haben Stufe 20 erreicht. Yay! Ich muss ins Menü. Wir müssen uns, nein, nicht schnell speichern, sondern Einstellungen Monsterfiebel. Dann schauen wir mal. Uns fehlt Nummer 37. Zwergtiger. Hat 132 Lebenspunkte. Okay, Gil 108, Erfahrungspunkte 438. Items, X-Potion. Gattung, Bestie. Keine Schwächen, keine Resistenzen. Alles klar. Also, wir bekämpfen dich gerne nochmal, falls du irgendwie nochmal Lust haben solltest. So, hier ist eine Höhle. Das ist die Terra-Höhle. Ist das hier richtig? Sollten wir nicht erst woanders hin? Okay. Halte ich mir jetzt erstmal im Überblick. Moment mal. Ich bin ja jetzt schon neugierig. Ich würde gerne wissen, wie viele Kisten da drin sind. 24! Da sind sogar mehr Kisten drin als in der Sumpfgrotte. Okay, und ich fand schon 18 Kisten in der Sumpfgrotte. Viel. Was macht ihr denn hier? Die Ghouls sind hier. Was machen die denn hier? Okay. Gib mir einfach die 186 Erfahrungspunkte. Gut, hier unten ist nichts. Also hier haben wir unsere Höhle. Gut. Aber es müsste Schatten. Okay. Ich glaube, hier sollten wir die Magie von ihr benutzen. Von der guten Sarah. Wer fehlt? Treffer. Jetzt aber los hier. 203 und dann waren es nur noch 6. So, komm, der Untotenzauber. Achso, das wollte ich eben noch sagen. Also, beim Zaubern ist mir aufgefallen, ne, Sarah, die spricht und unser Schwarzmagier, der hat einfach nur beide Hände nach oben. Auch richtig gut. 630 Erfahrungspunkte, das ist schön. Das sind aber sehr viele Schatten gewesen. So, ach, ich wollte wieder sprinten. Ja, das hat ja super funktioniert. Moment mal. Ich möchte noch hier unten in die Ecke hin. Da sind wir noch nicht gewesen. Die Tarantel. Ja, und jetzt, wo wir schon wieder gegen Spinnen kämpfen, ne? So, gestern in der einen Aufnahme, da hatte ich ja so eine Spinne hier auch bei mir auf dem Schreibtisch, die hier ziemlich flott über meinen Kugelschreiber gelaufen ist. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Solange sie den Weg nicht nochmal zurückfindet, ist alles in Ordnung. Soll ihr Ding machen, soll glücklich werden, aber bitte nicht bei mir. Oh, ich bin vergiftet. Och nö. Jawohl, Anthony hat einen Stufenaufstieg und hat ebenfalls Stufe 20 erreicht. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal Antidot benutzen. Ich meine, wir haben ja genügend, ne? Okay, ich wollte noch hier unten hin. Achso, okay, alles klar. Das war's dann auch schon. So, dann gucken wir mal hier auf der Seite, was wir hier noch so haben, falls ich da überhaupt durchkomme. Ja, hallo, geht's noch? Okay, angreifen. Magie, Feuerer. Ja, okay, ich glaube, das hier lohnt sich nicht. Da hätte es eigentlich gelohnt, die jetzt normal anzugreifen. Es sei denn... Ist das dein Ernst? Jetzt ist der wieder vergiftet. So. Zack. Und alle verbrannt. 906 Erfahrungspunkte, 316 Gil. Und ich muss nochmal ein Antidot benutzen. So. Ja, hier ist nämlich auch noch eine Höhle. So, und hier haben wir die Höhle des Riesen. Ja, sollen wir das vielleicht erst zuerst machen? Moment mal. Die Weltkarte. Menü schließen. So rum, Karte wechseln. Höhle des Riesen. Okay, ich gehe aber trotzdem mal raus, denn wir haben ja noch hinten eine Ecke, die... Da sind wir noch nicht gewesen. Und nochmal. Schwarze Witwe und Tarantel. Verteidigen. Genau, wählen wir einfach mal Verteidigen aus. Und du darfst einfach nochmal Feuerer einsetzen. Zack, dann geht das doch alles viel schneller. Seht ihr? Und wir haben alle mal Verteidigung eingesetzt.
So, 906 Erfahrungspunkte. Hey! So. Gibt's ja auch noch irgendwo eine Höhle? Nee. Also es gibt auch keine Kisten irgendwie so auf der Weltkarte. Ghoul und Schreck. Okay, verteidigen. Verteidigen. Und du benutzt deinen tollen Zauber hier. Und du greifst an, falls was schief gehen sollte. Aber jetzt fangen die als erstes an. Och, nee. Ah, das ging ja schnell. Sehr gut. 933 Erfahrungspunkte. So macht man das. So kriegt man die platt. Moment, hier möchte ich noch hin. Nee, hier ist auch nichts. Okay, alles klar. Dann würde ich... Aha, diese Gegnerkonstellation ist neu. Die hatten wir ja bisher auch noch nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt erstmal zur Höhle der Riesen, oder? Ich glaube, ich möchte da als erstes hingehen. Das andere, das war mir ein bisschen so creepy, wegen diesem Sturm auch da drin. Ne, also Sturm, ja, es war halt sehr windig, nennen wir es einfach mal so. Es ist sehr windig dort gewesen. Genau, ich tendiere jetzt einfach mal hier zu dieser Höhle des Riesen im Angriffsvorteil. Das ist ja schön. Magie, du weißt, was zu tun ist, bitteschön. Genau. So, Schatten, hier ist ein bisschen Licht für euch. Gefällt euch nicht, ich weiß. Und tschüss. Das ist schön. So macht mir das Spaß. So, 126 Erfahrungspunkte braucht der Raphael und dann erlernt er auch schon... Hä? Moment mal. Wieso denn drei Orte? Was haben wir denn? Höhle des Riesen. Die Terra-Höhle. Und was ist da hinten? Ach so, der Ausgang oder was? Der... wahrscheinlich. Gehe ich doch mal davon aus. Höhle des Riesen. Da ist der Riese. Ach, das ist der, der die Steine isst, ne? So, im Angriffsvorteil Isegrim. Und am liebsten ist der... Kristalle, ne? Kristallsteine? Edelsteine? Irgendwie sowas? Okay, gucken wir jetzt einfach mal, wenn wir mit dem reden. Ich denke mal, dass wir den dann bekämpfen, oder? Naja, wir gucken einfach mal gleich. So, hier ist Sackgasse, hier komme ich nicht weiter, also. Ihr kommt hier nicht durch. Ha? Warum nicht? Hey. Okay. Ah, ich muss dem wahrscheinlich so einen Stein besorgen, oder? Und wenn er den gegessen hat, dann lässt er uns bestimmt durch. Fliehen. Sag mal, was seid ihr für Monster? Warum flieht ihr? Autsch. Das war nicht nett. Aber okay. Jawohl, Raphael ist endlich aufgestiegen. Er hat auch Level 20 erreicht. Oder Stufe 20, wie das hier genannt wird. Nach dieser Folge... War es schon wieder 40 Minuten am Aufnehmen? Nach dieser Folge werde ich mir einen Kaffee ziehen und die nächste Folge auch aufnehmen. Ich habe so viel Spaß hier mit Final Fantasy. Ich bin positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Da bin ich wirklich ganz ehrlich mit euch. Also ich habe mir das hier echt alles anders vorgestellt. Aber ich habe Spaß. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Ja, das merkt man ja auch, glaube ich, ne? Natürlich merkt man das. Ich meine, ich merke das ja auch, wenn ich mir Let's Plays von anderen Let's Player anschaue. Dann merke ich mir auch, okay, oh, die haben so nicht so wirklich viel Spaß mit diesem Projekt, was ja auch in Ordnung ist, ne? Man kann nicht jedes Spiel mögen. Ich habe auch schon Spiele gespielt, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Ne? Hätte man auch sein lassen können. Aber ich habe es durchgezogen. Ne? Ich habe es durchgespielt. Hat zwar vielleicht nicht die 100% erreicht, ja, oder die Platin geholt. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich da jetzt mal zurück an Shadow of the Colossus denke. Ja, aber ich habe es halt durchgezogen und ich denke, das ist das, was zählt. So, 95 und tschüss und du bist wieder vergiftet. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja genügend Items da. So, Antidot. Ich glaube, wir zelten mal. Einfach nur sicherheitshalber.
damit wir hier mit vollen Magiepunkten und vollen Lebenspunkten hier in diese Höhle gehen. So, uns geht es gut. Es wird automatisch abgespeichert. Sehr schön, Speichervorgang, alles klar. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir als erstes hinlaufen. Aha, das hier scheint der richtige Weg zu sein. Und hier sind zwei Türen hier unten. Ich werde sowieso erstmal hier alles ablaufen. Ja, es ist halt sehr windig hier. Hallo. Wow. Echse und Hilgigas. Okay, ja, die Echsen kennen wir doch, ne? Die sollten kein Problem sein. 174. Die sind alle weg. Der jetzt nicht. Ah, das war ein Critical Hit, aber es hat nicht ausgereicht. Nein, du greifst hier weiter ihn an und die zwei Magier greifen die Echse an. 206. Nicht schlecht, aber er steht noch. 98. Also hat er so um die 250, 300 Lebenspunkte vielleicht. Sehr gut. Und tschüss. Das hat auf jeden Fall gereicht. 2217 Erfahrungspunkte, 1908 Gil. So, und dann müssen wir jetzt erstmal hier die Monsterfibel aufschlagen. Und wir sehen hier... Oh. Zwergtiger. Hilgigas. 240 Lebenspunkte hat er. Besiegt 2 Gil und Erfahrungspunkte 879. Hinterlässt ein Zelt. Gattung Riese. Schwäche und Resistenzen keine. Okay. Sehr interesting. So. Also gibt es hier keine Zufallskämpfe dann? Wir kämpfen nur so gegen die hier? Soll mir recht sein? Moment, das hier machen wir anders. Nee, machen wir nicht. Hat sich erledigt. Weg. Oh. 41. Ja, nicht den Raphael angreifen. Der hat sowieso schon so wenig. Ich meine ja, Gott sei Dank, durch die tollen Items hier haben wir seine Abwehrkraft schon um einiges erhöht. Aber trotzdem. Genau, ihr greift den hier oben an. Und ihr kümmert euch einfach beide um die Echse. Genau, greift den Christopher an. Der kommt damit wunderbar zurecht. Besonders wenn es um solche Schadenspunkte geht. Jawohl. So, und dann war nur noch ein Hilgigas da. 41, 147. Schade. Jetzt. Tschüss. Und 2217 Erfahrungspunkte. Das ist schön. Also gibt es hier sonst... Gibt es hier wirklich keine Zufalls? Doch, gibt es. Und wir haben hier die Anaconda. Mich stört das immer noch, dass es hier mit K geschrieben wird. Anaconda. Das sieht irgendwie so falsch aus. Weil ich es halt mit C schreiben würde. So. Was ja aber nicht bedeutet, dass das dann richtig ist, ne? Von der Schreibweise. Nur weil ich das gerne mit C schreiben würde. Und dann haben wir hier die Gargoyles. Aber wir sind trotzdem mit Angriffsvorteil. Das heißt, wir haben Vorfahrt. 42 und er haut noch mit 41 drauf und es hat gereicht. Ihr beide habt ein Monster erledigt. Meine Magier, sehr schön. So, dann haben wir hier... Oh, da haben wir einen kleinen Schlupf. Oh, eine Tarantel. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Magie. Hier würde ich einfach Feuer einsetzen. Sehr schön. Ich habe hier keine Lust, hier nochmal vergiftet zu werden. Jawohl. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Okay, eine Kiste haben wir hier. Und bestimmt eine Falle. Ich hab's geahnt. Eine Falle. Okay, wer ist denn da? Oh. Erdelementar. Ja, hallo. Okay. Dann wollen wir natürlich mal Erdelementar. Ja, okay. Ich werde einfach mal mit Eis angreifen. 125. 56. Das ist aber nicht viel gewesen. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen meine Leute hier ein bisschen heilen sollen. Gut, mach weiter. Magie. Was hätten wir noch? Silenzium hindert... Ja, okay. Vielleicht bringt's ja was.
Ich zauber mal mit Blitz, denn Eis ist ja nicht so der Burner gewesen. Ach so, oh. Das war schon. 1536 Erfahrungspunkte. Ja, Christopher und Sarah. Da fehlt ja nicht mehr viel. 1975 Skill. Das ist nett. Dankeschön. So, hier kann ich doch bestimmt später was machen, damit ich hier durchkomme, oder? Die Risse hier im Boden. Da habe ich auch. Oh nein, das hier ist nicht schön. Verteidigen, verteidigen. Verteidigen. Magie. Hier setze ich auch wieder Feuer ein. Nein, hört auf anzugreifen. Jawohl. Sehr schön. Das macht mir Spaß. Jawohl, Christopher und Sarah haben Stufe 21 erreicht. 382 Lebenspunkte insgesamt. Das ist schön. So, dann können wir hier mal ein bisschen Gas geben. Müsste die Karte jetzt gleich aufrufen, weil ich nämlich gar nicht mehr weiß, wo ich als erstes hin wollte. Ich möchte nämlich ja nicht den richtigen Weg gehen, ne? Das ist ja selbsterklärend irgendwie. Verfehlt. Und ich muss halt echt jetzt einiges an Geld zusammen haben, ne? Weil ich brauche 36.000 Gil. Ich muss mich heilen nach diesem Kampf. Ich darf es nicht vergessen. 194. Sehr gut. Ich glaube, Items, Potion, die hebe ich mir mal vorerst auf. So, benutzen wir mal halt die Lebenspunkte eines Gefährten. Um wie viel? Okay. Das waren jetzt 117, ne? Okay. 117. Und jetzt möchte ich mal Heilung einsetzen. Ja, das ist in Ordnung. Gut, kann ich noch viermal zaubern. Wieder noch siebenmal benutzen. Engel viermal. Engel ist toll. Engel ist also ein toller Zauber. So, die Karte wollte ich aufrufen. Gut, hier sind wir gewesen, aber ich bin nicht da unten gewesen. Da muss ich mal noch kurz hin. Falls ich hier irgendwie was mitnehmen kann oder so. Die Mumien! Die können wir so bekämpfen. Dafür müssen wir nicht zaubern. Die vertragen nicht viel. Ich finde die Musik in diesem Gebiet sehr beruhigend. Ich würde dir gerne länger zuhören, aber das ist ja nicht möglich, weil ja alle 5 Meter ein Zufallskampf. Obwohl, hier geht's eigentlich noch, ne? Hier kann man eigentlich echt nicht meckern. Hier kann man wirklich nicht schimpfen. Ah, ihr nervt mich so ein bisschen. Ich möchte nämlich nicht vergiftet werden. Feuerer. Okay, das hier ist das letzte Mal. Dann muss ich sie ohne Magie bekämpfen. Und ich muss einen Schluck trinken. Mein Mund ist schon ganz trocken, weil ich wieder so viel babbel. Jawohl, Anthony hat Stufe 21 erreicht. Das ist doch super. So, wo muss ich jetzt lang? Ah, ist eigentlich egal. Gut, laufen wir erstmal hier hin. Das ist natürlich der falsche Weg gewesen. Deshalb bin ich ihn auch entlang gelaufen. Der Ogerhäuptling. Hallo, dich kennen wir ja schon. Dich haben wir ja schon mal auf der Weltkarte angetroffen. Ah ja, das ging flott. Ich dachte, der hätte ein kleines bisschen mehr an Lebenspunkte. Naja. Dachte ich. So, zwei Kisten und sind ja auch Fallen dabei. Natürlich, die erste Kiste, die ich öffne, ist eine Falle. Hallo, Erdelementar. Dich kennen wir ja schon. Und da du ja nicht so viel verträgst, weiß ich, dass ich hier keine Zauber benutzen muss. Denn wir können dich ja so angreifen. Wird schon schief gehen. 89. Oh, das war aber schon heavy. So. Und Raphael. Ah, 687 Erfahrungspunkte fehlen noch. Ein Potion erhalten. 880 Skill erhalten. Das ist nett. Ah ja, schon wieder die falsche Taste. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Die Gargoyles. Die bekämpfen wir auch so. Da müssen wir keine Magie nutzen. Oh, den Angriff hat er aber gut weggesteckt mit 10. Na? Ja, seine Verteidigung ist ja, also seine Abwehr ist ja jetzt auch einigermaßen höher als das am Anfang gewesen ist. Also man sieht schon, das macht was aus. Ne? Und er hat nur 148 Lebenspunkte. Darf man nicht vergessen.
Und ich habe echt noch am Anfang überlegt, oh, Schwarzmagier, komm, ich nehme einfach noch einen Schwarzmagier mit. Zum Glück habe ich das nicht getan. So, Ogerhäuptling. Ah, ich muss aber sagen, ich hätte gern noch so diesen anderen Charakter dabei gehabt, ne? Dieser, Rotmagier, ne? Hieß er, glaube ich. Wäre auch interessant. Hätten wir da wirklich Weiß- und Schwarzmagie, dann wäre das, kann bestimmt alles annehmen, aber wir haben nur 3 Slots. Und das wäre dann echt schon mies, wenn wir uns da entscheiden müssten. Deswegen finde ich das gut, dass ich dann doch hier einen Schwarzmagier und einen Weißmagier separat mitgenommen habe. Im Angriffsvorteil. Das dürfen wir sein. Weg. Jawohl. Damit die erst gar nicht dazu kommen, uns anzugreifen, dann werden wir auch nicht vergiftet. Jawohl, sehr schön. Und wir mussten auch keine Magie nutzen. Perfekt. So, dann eine Falle. Natürlich. Und auch schon wieder ein Erdelementar. Ja. Warum versteckst du dich denn so gerne in Kisten? Magst du es gern eng oder was? Eng, dunkel, ne? So wie der Kaktor in Final Fantasy X, den man da suchen musste. Oh, Sarah. Wir müssen mal hier gleich nochmal so eine Heilungsrunde einlegen. Jawohl, Raphael hat Stufe 21 erreicht. Juhu, 795 Skill erhalten. So, Moment, setzt du erstmal Vita ein? Okay. Genau, dann würde ich nochmal Heilung einsetzen. So, dann hat jeder was davon. Und bestimmt hier ist die nächste Falle. Natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Und hier auch nochmal der Erdelementar. 5 Treffer, 105. 2. 92. Immerhin. 104! Kannst du mal bitte damit aufhören? Das ist ja abnormal. Ich muss den Potion gleich benutzen. Für beide. Die Angriffskraft ist ziemlich hoch. Aber wir haben ihn gelegt. Antidot erhalten. Ja, das ist super. So, Moment. Hier, die beiden bekommen jetzt beide jeweils mal einen Potion. So, dann sind wir jetzt hier überall gewesen, ne? So, und dann können wir jetzt eine Etage runter. Aber dieser Zauber mit den Beamen, schade. Ein Minotaurus, hallo. Du bist ja schick, die Farbe gefällt mir. Oh, das ging ja flott. Der war ja ziemlich schnell down. Okay. Einstellungen, Monsterfibel. Und wir sehen hier unter dem Bergtiger den Minotaurus mit 164 Lebenspunkte. Skill und Erfahrungspunkte 489. Items, Messer, Gattung, keine. Schwächen hat er auch keine. Okay. Ich finde das richtig gut gemacht hier mit den Gegnern und so, ne? Also, ich finde das so unfassbar toll. Richtig schön. So, im Angriffsvorteil. Die Kobra! Das ist Gegner Nummer 13 gewesen, ne? Werde ich so schnell nicht vergessen. Weil ich die ganze Zeit Nummer 13 finden wollte, weil ich das gefüllt haben wollte. Ich wollte diese Lücke geschlossen haben. So. Okay. Gut, dann werde ich jetzt hier einfach nochmal die Höhle verlassen. Ganz genau. Speichervorgang. Sehr schön. Denn es ist leider schon an der Zeit, ne? Wir sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von 55 Minuten und für die nächsten 5 Minuten würde sich das jetzt nicht lohnen, noch hier das andere Geschoss da abzuklappern, ne, die untere Etage. Deshalb werde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.